Hallo und herzlich willkommen bei Einfach näher, der Nähpark-Podcast. Mein Name ist Tanja und ich darf mich in jeder Folge mit einem Gast über eine ganz bestimmte Nähmaschine unterhalten. Wir sprechen darüber, warum es gerade dieses Modell geworden ist, was sie besonders gut kann, was vielleicht nicht so gut funktioniert oder was noch fehlt. Und natürlich auch, welche Projekte damit genäht werden, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, ob die auch zu euch passen könnte. Wenn ihr mehr Infos oder Bilder braucht, findet ihr in den Shownotes einen Link zu unserer Infoseite über diesen Podcast. Dort zeigen wir euch den Gast, die Maschine und die vergangenen Folgen und einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Über eine positive Bewertung für diesen Podcast freuen wir uns natürlich auch. In dieser Folge spreche ich mit Manuela über ihre Bernina B480. Hi Manu. Guten Morgen, Tanja. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und wir reden jetzt über deine Bernina. Aber bevor wir damit anfangen, erzähl uns doch mal was über dich. Okay, also ich bin Manuela, guten Morgen. Ich bin seit 2020 beim Nähpark im Verkauf und mittlerweile seit gut einem Jahr in der telefonischen Maschinenberatung tätig. Ich habe vor dem Nähpark auf einer, muss ich gestehen, auf einer kleinen Lidl-Maschine genäht, mit ja Kindersachen, kleine so Babydecken, Pumphosen, genau. Und dann habe ich hier angefangen und seitdem steigere ich mich halt schön in meinen Projekten. Habe erst mir hier im Nähpark eine Brother Innovis F400 zugelegt und dann kam aber die Special Edition von der Bernina B480, die Peacock, raus. Und ja, sie passt halt super schön in mein Nähzimmer und dann musste diese Maschine her. Du hast 2020 angefangen, also quasi während Corona. Genau, am 1. März habe ich angefangen. Und wenn ich mich recht erinnere, also ich bin ja nicht so oft im Laden, deswegen bekomme ich da viel nicht so richtig mit und es bleibt bei mir zeitraummäßig auch nicht hängen. Aber das war ja dann eigentlich zu der Zeit, als der Laden zu war. Genau, also am 20. März wurde er dann zugesperrt, ja, ist richtig. Also ich konnte noch ungefähr 2 Wochen, kam ich noch in den Genuss, den Laden kurz mal so kennenzulernen, ja, und dann mussten wir erstmal leider für eine Zeit lang zusperren. Ja, wir erinnern uns dunkel Ja. zurück an Corona. Genau. Während dieser Zeit haben wir dann quasi unseren Laden in Cham geschlossen, weil ja sowieso nichts möglich war. Und währenddessen ist auf der Ladenfläche, ich glaube, es sind Maschinen hergerichtet worden. Genau, richtig. Das war auch gut eigentlich in der Anfangszeit für mich. Ich konnte auch gleich mal ein paar andere Abteilungen auch noch reinschnuppern, weil der Chef hat für uns natürlich andere Tätigkeiten gefunden. Gerade der Online-Shop ging natürlich dann wirklich durch die Decke und dann waren wir auch viel im Lager und haben eben auch, wie gesagt, im Laden Maschinen hergerichtet. Genau. Dann war der Laden wieder offen und dann bist du eingestiegen. Ganz genau. Also du hast quasi jetzt die dritte Maschine. Richtig. Und ich weiß auch, oder du hast es ja eben gerade gesagt, du hast eine Special Edition. Ja. Welche ist es denn? Also du kannst gern davon erzählen. Es gibt natürlich keine mehr, aber Bernina bringt ja eigentlich fast jedes Jahr mal wieder eine Special Edition raus. Aber die du hast, das war tatsächlich eine, die ich mir auch so mehrfach im Vorbeigehen angeschaut habe und immer dieser Gedanke, ah, oh, wenn ich nicht schon eine hätte. Ganz genau. Es war ja bei mir das Gleiche. Ich hatte eigentlich gerade eine neue mir zugelegt und dann kam aber diese Special Edition. Und zwar ist es die Peacock Edition gewesen. Das heißt also die pink, leicht lilafarbene Bernina. Genau, die hat es mir angetan, weil sie halt einfach wunderbar, wie es halt bei Frauen so ist, in das Nähzimmer reinpasst, zu passen zu Gardinen und Möbel. Genau, und deswegen musste die ins Haus. Ne? Dazu gab es natürlich noch Trolley und Koffer mit dazu, auch vom passenden Design. Also ja, da war es um mich geschehen. Ja, aber man sucht sich die Maschine ja eigentlich jetzt nicht unbedingt nach der Blende aus. Sie wird ja noch andere Vorzüge haben. Definitiv. Genau. Also für mich war es wirklich ausschlaggebend. Erstens mal habe ich gemerkt, die Qualität dieser Maschine, verarbeitete Materialien, absolut hochwertig.
Das Display war für mich auch ausschlaggebend, wo ich sage, okay, ich habe endlich da die Stiche im Überblick. Ich kann mir das anschauen, wenn ich einen Stich verändere, wie entwickelt er sich, habe ich so vor dem Display einfach sichtbar. Dann war mir halt auch wichtig, die 9 mm Stichbreite kommt öfters doch mal zum Einsatz, gerade wenn es im Zierstichbereich geht, habe ich da schon einen großen Unterschied gemerkt. Dann war natürlich bei der Special Edition auch noch der Obertransportfuß mit dabei, was mir unheimlich eben halt auch hilft, gerade wenn es um so Babydecken geht, mit verschiedenen Fliesen zu nähen, habe ich da einfach halt eine bessere Unterstützung dazu. Ja. Also du nutzt ihn auf jeden Fall. Oh ja, sehr, sehr oft. Gerade auch die verschiedenen drei Sohlen, die bei dem Obertransportfuß mit dabei sind, sind echt immer im Einsatz unterschiedlichster Art. Bei dir war er dann ja gleich dabei bei der Special Edition. Du würdest aber auch, wenn er jetzt nicht dabei ist, sagen, das ist schon einer dieser Füße, den man unbedingt braucht. Bin ich absolut überzeugt davon, ja. Also ich muss gestehen, bei Bernina, der Transporteur von unten ist einfach top, aber die Unterstützung von oben, ja. Gerade bei bestimmten Projekten, wenn es dann doch um mehrlagige Sachen geht oder mit Fließarbeiten, dann ist es einfach eine tolle Unterstützung. Und wie ich finde, schnell montiert. Absolut schnell montiert. Hast du Also das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, der mir halt auffällt, wenn ich dann eine andere Maschine benutze, dass ich schrauben muss. Und bei Bernina habe ich diesen Schieber oder Haken halt, den ich nach vorne schiebe. Das heißt, ich brauche schon mal kein Werkzeug, um einen Nähfuß zu wechseln. Und ein Obertransportfuß ist ja doch immer noch ein bisschen schwieriger anzubauen als ein normaler Nähfuß, weil man ja die Gabel noch einhängen muss. Genau, richtig. Ja, aber das ist gleich erledigt, in ein paar Sekunden eingehängt, angeklipst sozusagen mit dem Haken und fertig ist es. Hast du dir sonst noch Füße gleich dazu geholt oder hast du dich erstmal im Lieferumfang ausgetobt? Also ich habe natürlich angefangen im Lieferumfang. Ich habe mir natürlich auch mal ein bisschen eingearbeitet in meine Maschine. Also mir tatsächlich mal am Sonntag hingesetzt mit Bedienungsanleitung daneben und habe mich da wirklich mit den ganzen Füßen ausprobiert, die eben dabei waren. Reißverschlussfuß, Blindstichfuß und so weiter. Aber durch die Maschine ist natürlich auch eben der Drang nach anderen Projekten groß geworden und dadurch kamen jetzt immer mehr Füßchen dazu. Ich finde es ja fast schon ein bisschen fies, dass man bei Bernina in der Nähfußübersicht ja angezeigt bekommt, was es noch gibt. Ja. Also man hat es ja immer so in dieser Tabelle, die aufgelisteten Nähfüße, die man alle benutzen könnte und die man dann vielleicht nicht hat. Aber ich finde das toll, ne? Also ich habe das alles auf einen Blick, so hey, was ist passend für mein Modell, ne? Was kann ich mir denn einfach vielleicht mal zu meinem nächsten Geburtstag wünschen oder was leiste ich mir denn jetzt mal, ne? Und ich muss nicht irgendwo umeinander recherchieren und gucken, sondern habe immer passend zu meinem Modell gleich das ganze Sonderzubehör in einem Überblick. Ja, macht halt als Frau Spaß, shoppen zu gehen. Ja, es gibt ja dann immer irgendwas, was man noch haben müsste. Genau. Wobei ich schon wichtig finde, dass die Grundausstattung für eine Nähmaschine so gestaltet ist, dass ich erstmal die Basics nähen kann. Also ein guter Reißverschlussfuß, Knopflochschlitten gehört auf jeden Fall dazu. Wobei beim Reißverschlussfuß scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also ich bin ja da eher von der Seite, mir gefällt der Vierer nicht so richtig gut, weil ich die Auflagefläche unten ein bisschen, ja, fast unförmig finde. Das ist das Schwierige. Ich kenne es halt von meiner anderen Maschine anders. Und deswegen konnte ich mich mit diesem Vier, bei mir ist es der 4D, ich weiß nicht, ist bei dir der normale Vierer? Der normale Vierer ist dabei bei mir, genau. Der schmale. Richtig. Also müssen wir vielleicht noch kurz anreißen, das Thema. Jemand, der sich mit Bernina nicht so auskennt. Es gibt ja die Nährfüße ohne Zusatz, also nur eine Nummer, mit Zusatz C und Zusatz D. Genau. Erklärst du es kurz? Mhm, gerne. Also die normalen Füße sind halt, sag ich mal, für die 5,5 mm Maschinen von Bernina
kann ich aber auch in die 9mm Maschinen verwenden. Eben wie gesagt, die Bernina, die B480 ist die erste Maschine in der Berliner Reihe mit 9mm Stichbreite und dafür gibt es eben diese sogenannten C-Füße, das bedeutet eigentlich 9mm Fuß und wie du schon gesagt hast, Tanja, die D-Füße sind halt dann für Maschinen gedacht mit dem integrierten Dualtransport. Das habe ich natürlich nicht, aber dafür habe ich natürlich meinen Obertransportfuß. Genau, und beim Reißverschlussfuß, da ist auch immer so das Thema, die Nadel steht ja in der Mitte und in der Mitte ist aber bei Bernina quasi Metall. Also wir hatten das Thema schon bei Janome. Bei Janome gibt es einen Reißverschlussfuß, der hat eine Aussparung in der Mitte, dass wenn ich aus Versehen vergesse, ihn, also die Nadel einzustellen, dass sie eben nicht abbricht. Bei Brasser zum Beispiel fehlt dieses Loch und die Nadel würde auf Metall treffen. Der von Bernina ist wieder ein bisschen anders geformt. Der hat Schlitze an der Seite. Und ich kann mich erinnern, dass du mal ein Problem mit dem Reißverschlussfuß hattest. Ja, das war eigentlich gleich mein erstes Problem. Also mein erster Reißverschluss sollte eingenäht werden. Also hey, ich habe eine tolle Bernina, ich baue den Fuß dran und habe aber vergessen, dass in den Einstellungen der Maschine eben das automatische Vernähen eben drin war und habe dann aber meine Nadelposition so verstellt, dass das alles passt und drück auf Start und in dem Moment justiert sich die Nadel nochmal neu und geht zurück in die Mitte und knallt erstmal auf meinen Fuß drauf. Natürlich war die Maschine gerade mein neues Baby, also für mich war kurz mal Schockmoment, genau, am nächsten Tag gleich in die Arbeit, was ist passiert? Genau, aber ich glaube, das kannst du erklären, was dann da eigentlich so das Problem war am Anfang. Ich vermute es, ich habe es damals nicht direkt mitbekommen, zu welcher Zeit es war, aber das Problem ist tatsächlich mal öfter aufgetaucht. Da gab es wohl irgendwas mit der Programmierung in der Firmware, dass wenn man die Nadel verstellt hat und dann vernäht hat, sie zurückgesprungen ist auf die Mittelposition. Genau, richtig. Das ist aber wirklich schon eine Zeit lang her und auch behoben. Also nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, jedes Mal, wenn es auf Metall trifft, wäre die Maschine schuld. Also man muss schon wirklich die Nadelposition verstellen. Man kann jetzt auch wieder vernähen. Ganz genau richtig. Na, ich habe dann auch natürlich ein Update gemacht auf meiner Maschine und seitdem funktioniert das wieder einwandfrei. Was mir jetzt aber gerade noch eingefallen ist, wie du die Füße erklärt hast. Das ist jetzt fast ein bisschen fies. Ich muss nämlich auch tatsächlich öfter mal nachschauen, weil ich es in meinem Kopf bleibt auch nicht hängen. Und ich weiß, dass es nicht viele wissen. Weißt du, für was das C steht? Also ich habe es eigentlich so gelernt, dass das halt für die 9mm Maschinen Stichbreite genau. ist. Genau. Aber wie es bei Bernina so ist, bei Bernina hat ja alles eine Bedeutung. Mhm. Also was die Modellreihen angeht, die erste Zahl ist die Serie, dann kommt die mittlere Zahl, quasi die Modellnummer und hinten steht ja immer eine Zahl für die Stichbreite. Also wenn ich ein Berliner Modell kaufe, das hinten eine 0 hat, dann hat das 9 mm Stichbreite. Wenn hinten eine 5 steht, hat die Maschine 5,5 mm Stichbreite. Und so zieht sich's eigentlich komplett durch bei Bernina. Und so ist es auch bei den Buchstaben. Und das C steht für kodiert. Weil früher gab es ja die 5,5 mm Nähfüße, die keinen Zusatz haben. Und als diese C-Füße gekommen sind, haben die den Zusatz kodiert bekommen, weil die oben ein Prisma haben, aus Glas, nehme ich an, womit die Maschine erkennt, dass jetzt ein spezieller Fuß dran ist, der halt quasi abweicht von dem Standardwert 5,5, womit Bernina angefangen hat. Daher stand das C. Und mir geht's total oft so, wenn ich irgendwie C und D einordne, das C hat irgendeinen Bezug zum Wort und mir fällt dieses kodiert dann nicht mehr ein. Aber es ist auch mal interessant zu wissen gerade, ja. Ja, das sind so Sachen, die kann man mal ansprechen, weil ich finde das Prinzip eigentlich wirklich gut. Die Modellnummern und alles, was so an Artikeln halt vorhanden ist, irgendwie so zu kennzeichnen, dass es auch einen Sinn ergibt. Genau. Dann bleibt es auch immer ein bisschen hängen. Gut, der C-Fuß und der Reißverschlussfuß. Ja, da bin ich aber noch gar nicht am Ende, denn es kam tatsächlich noch ein paar Füßchen mehr dazu.
weil ich habe natürlich angefangen, für mich jetzt selber Bekleidung zu nähen, heißt Kleider, Hoodies, Pullis, aber auch im Geldbeutelbereich bin ich eingestiegen. Ja. Und man merkt natürlich, die Füße sind halt einfach eine tolle Unterstützung. Natürlich kann man alles mit einem normalen Nähfuß nähen, aber ich sage mal, es erleichtert viele Sachen ungemein, wenn man sich einfach einen speziellen Nähfuß dazu kauft. Das heißt, ich war ganz schnell auch bei einem 10C-Fuß, es ist der sogenannte Spalkanfuß, dass ich da einfach auch schön absteppen kann. Dann habe ich mir dazu gekauft den 52C, das ist der Gleitfuß eben mit einer bestimmten Sohle, ja, weil Grüne. Genau durch die Gelbbeutel arbeitet man jetzt öfters auch mit Kunstleder zum Beispiel, also ich jedenfalls, habe dann aber auch noch mir einen 34C dazu gekauft, also den transparenten Fuß, dass ich ab und zu auch mal, wenn ich Absteparbeiten habe, die vielleicht auch mal um die Kurve gehen, eine bessere Sicht auf meine Naht habe. Ja, und so steigert sich das von Fuß zu Fuß. Hast du dann auch so eine Sammelbox? Selbstverständlich, die war auch dabei bei der Maschine. Aha, okay. Aber sie ist jetzt voll. Also mein Kästchen sozusagen, was dabei war, ist jetzt voll. Das heißt, jetzt kommt eine neue Box her. Okay, und dann hast du wieder viele freie Plätze. Ach, die Wünsche sind noch groß. Genau. Du hast ja gesagt, also du hast quasi mit Kinderkleidung angefangen. Das ist jetzt Kleidung für dich und Geldbörsen. Also das ist so dein Thema. Ja. Wie sieht es aus mit Patchwork? Patchworken bin ich gerade dabei und zwar nähe ich gerade ein Kissen. Ach. Und habe mir da jetzt ein bisschen was angeeignet mit den HST, also diese Half Square Triangles, genau. Gerade neues Projekt, bin jetzt da auch ein bisschen am Quilten gerade unterwegs. Genau, aber das ist jetzt eigentlich so in Sachen Quilten so mein erstes so richtiges Projekt. Genau. Also wer es nicht weiß, warum wir jetzt alle Kissen nähen, die sind für die Pyjama-Party und dort findet ein Kissen-Swap statt und jeder näht quasi ein Kissen für den jeweiligen Tauschpartner. Und dazu kommen ja noch die gemeinsamen Nähabende, die wir im Nähpark haben, wo man sich dann auch mal gegenseitig austauschen kann. Also es wird mal über ein Schnittmuster gesprochen, das dann vielleicht auch mal gemeinsam genäht wird, quasi für diejenigen, die sich jetzt nicht trauen, eine Geldbörse zu nähen oder zu patchworken. Jeder kann dem anderen was zeigen, wie man es näht. Oder man näht es dann einfach gemeinsam an dem Abend. Ganz genau. Also ich liebe den Abend. Ich schaue, dass ich so oft wie möglich damit dabei bin, weil einfach der Austausch extrem wertvoll ist. Also das nächste Projekt nach dem Kissen steht jetzt auch schon in den Startschuhen. Also wir haben jetzt schon 2 oder 3 Kolleginnen. Wir starten jetzt dann mal ein Jeans-Projekt, weil einfach, ja, wir können uns austauschen. Es wird geholfen untereinander. Also traut man sich einfach halt auch immer mehr an neue Sachen ran. Und die Jeans wird dann natürlich auch mit der B480 genäht. Na, selbstverständlich. Hast du denn noch andere Maschinen dazu? Also Overlock, Spinnmaschine, genau. Cover? Also als Unterstützung natürlich habe ich noch eine Overlock, selbstverständlich auch von Bernina. Die L460 habe ich noch dazu. Genau. Bei der Cover bin ich gerade noch nicht gelandet, aber ich denke mal, früher oder später wird dann noch was dazukommen. Ja, genau. Ich habe mir natürlich auch für die B480 entschieden, weil ich einfach, ja, ich bin ehrlich, ich bin keine Stickerin. Also deswegen, die Maschine ist halt einfach auch wirklich eine reine Nähmaschine. Und Top-Ergänzung war jetzt eben für mich die Overlock. Und als drittes Gerät habe ich halt noch einen Plotter. Ja, was halt oft erwähnt wird in Sachen Bekleidung und Bernina, oder was wir halt oft hören, lesen, dass sie Probleme mit Jersey hätte. Ja. Wie ist es bei dir? Du hast ja jetzt dann sicher auch Jersey damit verarbeitet. Also zumindest, wenn man mal absteppt, nimmt man die Nähmaschine. Für die Seitennähte würde ich jetzt auch die Overlock nehmen. Aber ganz ohne Nähmaschine geht's eigentlich kaum. Das ist richtig. Die Nähmaschine war ja auch das erste Gerät, was ich mir eigentlich da gekauft hatte. Da war die Overlock noch nicht im Haus. Das heißt, meine ersten Projekte in Sachen Kleidung liefen komplett über die Bernina B480. Und da ging es natürlich dann auch um Jersey. Und dieses Problem kannte ich, sage ich mal, auch aus dem Netz oder halt von den Kunden im Laden, dass es eben bekannt war, dass es schlecht verarbeitet wird von Bernina.
dem muss ich extrem widersprechen. Also das ist wirklich nicht so, denn erstens mal hat die Maschine einen verstellbaren Nähfußdruck mit dabei. Man muss einfach da in dem Bereich ein bisschen mit dem Nähfußdruck arbeiten und nicht zu zaghaft, sondern wirklich ordentlich einfach mal den Druck runterstellen und dann funktioniert das einwandfrei bei Jersey. Also wichtig ist der Nähfußdruck. Richtig. Die 480 hat ja einen mechanisch einstellbaren Nähfußdruck. Also man hat das Rad links außen. Ganz genau. Und dann gibt es diese schwarzen Striche und die unausgefüllten, also weiß ja jetzt nicht, weil das Gehäuse weiß ist, aber da sage ich immer, beim Reduzieren des Nähfußdrucks, man kann auch bis in den Bereich gehen, wo die Striche nicht mehr ausgefüllt sind. Also wie weit bist du da so mit einem Nähfußdruck? Also ich habe es jetzt mittlerweile im Gefühl, das heißt, wenn ich vor der Maschine sitze, ist ja meine Nähfußdruckverstellung links an der Seite der Maschine. Und wenn ich ihn zu mir drehe sozusagen, dann kommen ja diese nicht ausgefüllten Teile. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mehr als ein Viertel Umdrehung habe ich auf jeden Fall, wenn ich mit Jersey arbeite. Ne? Ja, es ist auch gut aufgezeichnet, denn die Berninas können ja quasi auch negativen Nähfußdruck. Also das kann man ja beobachten, wenn man dran dreht, irgendwann kommt der Punkt, wo sich der Nähfuß anhebt. Ganz genau. Ja, wenn er zu hoch angehoben wird, dann transportiert die Maschine ja nicht mehr gut. Aber ich habe festgestellt, dass für Jersey manchmal der Punkt wirklich da ist, kurz bevor der Fuß hochgeht. Ganz genau. Na, und dann läuft das wirklich super drüber. Auch was du jetzt angesprochen hast mit dem negativen Nähfußdruck, finde ich auch toll, gerade wenn es jetzt um diese, zum Beispiel die Babydecken, was ich anfangs erwähnt hatte. Ne? Jetzt habe ich da dickes Volumenvlies drin und möchte doch vielleicht noch in den Nähten irgendwo ein bisschen was quilten dann auch drauf. Und da hilft mir das natürlich ungemein, ne? Dass ich das einfach so anheben kann, dass er wirklich fast über diesen Stoff schwebt. Ja. Genau. In Kombination mit dem Obertransportfuß wahrscheinlich dann noch besser. Oder welchen Fuß hast du dran für diese Babydecken? Nehme ich tatsächlich den Obertransportfuß. Genau. Nähfußdruck runter, ne, bis er kurz über dem Stoff schwebt. Und wie du sagst, man merkt das wirklich, einfach wirklich mal probieren, dran drehen und man merkt, wie sich dann irgendwann gibt es den Punkt, wo er sich leicht anhebt. Ne, und dann kann ich mir das perfekt einstellen zu meiner Stoffdicke. Gut. Du hast vorhin das Display erwähnt. Ja. Von der Bedienung her, von der Übersichtlichkeit her. Aber was ich da noch wissen wollte, ist dein Display noch grün? Mein Display grün? Mhm. Also mein Display wurde gleich beim Start geändert auf lila. Ja. Passend natürlich zu meiner Special Edition Außenseite. Genau. Also man kann bei Bernina den farbigen Hintergrund und das Muster anpassen, individuell. Und hast du den Starttext auch geändert? Ja, natürlich. Sie begrüßt mich immer mit Hi Manu. Also ich kann es mir wirklich bildlich vorstellen. Es war mir jetzt echt so im Kopf, wenn ich an die 480 in diesem Special Edition Design zurückdenke, weil sie stand ja wirklich ganz präsent im Laden. Also egal, wo man hingelaufen ist, man ist ja immer an diesem Pfauenmuster vorbeigelaufen. Und das normale grüne Display würde sich wahrscheinlich auch ein bisschen beißen. Bei mir sind die Farben ja auch geändert, das Muster. Und man kann der Maschine auch einen Begrüßungstext einprogrammieren. Normalerweise starten sie, glaube ich, im Moment mit Welcome. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Zeilen das sind, aber es passt einiges rein. Ich finde es einfach ein Gag. Auch wenn ich es oft nicht sehe, weil ich starte die Maschine und laufe dann weg. Aber wenn ich sie anmache und ich sitze davor und sie startet und fährt hoch und dann bekomme ich halt einfach den Text angezeigt, den ich da eingegeben habe. Ganz genau. Das ist einfach das Schöne. Ne? Ich kann meine Maschine nach meinen persönlichen Wünschen irgendwo einstellen. Ne? Das heißt, wie gesagt, mit dem Begrüßungstext, die Farbe dazu, habe einfach viele Einstellungsmöglichkeiten in der Maschine, wo ich das für meine Bedürfnisse alles anpassen kann. Wie gesagt,
gerade am Anfang von der Begrüßung und Farbe. Und dann geht es aber auch noch weiter, ne? Durch mein Fußpedal, das, was ich programmieren kann. Mit der Kickfunktion nach hinten habe ich viele Einstellmöglichkeiten. Ich kann die Tasten an der Maschine neu belegen, dass ich sage, Mensch, sie soll einfach eine andere Funktion ausführen, als was jetzt vielleicht auf der Taste direkt angezeigt wird. Also es ist einfach für mich, für meine persönlichen Wünsche, kann ich mir diese Maschine so einrichten. Hast du tatsächlich Tasten umprogrammiert oder das Pedal? Bei mir ist es immer schwierig, ich probiere es mal gern aus, aber ich kann es mir meistens nicht merken. Also wenn ich mir den Fersenkick zum Beispiel mal auf Schneiden programmiert habe, dann brauche ich sehr lang, bis es in meinem Gehirn abgespeichert ist, dass das nicht mehr der Halbstich ist. Deswegen gebe ich zu, jetzt bei mir fast alles noch auf Standard eingestellt. Aber das ist ja das Schöne dran, ne? Das kann wirklich jeder für sich einfach entscheiden, ne? Entweder sage ich lasse es auf Standard oder ich habe einfach dafür eine andere Funktion im Kopf. Ist vielleicht auch eine Hilfe, wenn man von einer anderen Maschine kommt, die vielleicht die Knöpfe ein bisschen an einer anderen Stelle hatte oder ein anderes Pedal, wo man vielleicht andere Funktionen drauf hatte. Jeder Hersteller hat ja da immer so seine Vorlieben, sage ich jetzt einfach mal, seine Standardeinstellungen. Genau. Und bevor ich mich dann irgendwie bei jedem Projekt ärgere, weil ich falsch gedrückt habe und ich habe geschnitten, obwohl ich gar nicht schneiden will, dann kann ich es mir ja umprogrammieren. Ganz genau richtig. Und du nutzt den Kniehebel, gehe ich jetzt mal einfach davon aus. Also, war am Anfang tatsächlich eine Umstellung. Meine beiden Maschinen vorher hatten keinen Kniehebel, also man muss das, glaube ich, am Anfang einfach mal ausprobieren und sich dafür, ja, sage ich mal, ja, in Kopf freimachen und sagen, okay, ich probiere das aus. Ich kann ohne Kniehebel mittlerweile nicht mehr leben. Das ist wie meine dritte Hand, ne? Und gerade wenn ich bestimmte Sachen schön zusammengesteckt habe und wenn es auch nur geklammert ist und ich muss zwischendrin irgendwas ändern oder während der Naht oder am Anfang, dass ich das schön zusammengesteckt unter den Nähfuß bekomme und ich will einfach keine Hand mehr wegnehmen von dem Nahtgut, dann ist halt einfach der Kniehebel ja unschlagbar. Okay. Es ist ja bekannt, dass ich ein bisschen gebraucht habe. Wirklich, also ich hatte extreme Probleme und für mich war die Lösung eigentlich das Umstellen des Pedals. Bei mir war es einfach ein Haltungsproblem mit meiner Tischhöhe. Ich hatte beim Wechsel Schwierigkeiten von Kniehebel anheben und Gas geben und loslassen, so dass ich tatsächlich auch manchmal losgenäht habe, obwohl der Nähfuß angehoben war. Was ja dann wirklich schlecht läuft fürs Projekt. Und ich habe das Pedal auf der linken Seite stehen. Seitdem kann ich auch mit dem Kniehebel arbeiten. Ach, okay, ja. Das ist mir jetzt gerade neu, aber das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Weil ich hatte genau das Gleiche am Anfang auch, dass immer dieses Spiel mit Fußpedal und Kniehebel am Anfang nicht funktioniert hatte, genau. Und ich gar nicht gemerkt habe, dass eigentlich mein Knie noch drüben war und habe schon losgenäht, also der Nähfuß war eben noch nicht ganz unten. Gut, die Maschine schimpft bei mir in dem Fall, weil sie sagt, hey, du, der Fuß ist noch gar nicht ganz unten, du kannst eigentlich noch gar nicht. Aber das ist eine gute Idee, dass man das vielleicht einmal auf die linke Seite stellt. Ja, also eigentlich erwähne ich es bei jeder Gelegenheit, wenn ich irgendwas höre mit, ich komme mit dem Kniehebel nicht klar, weil es mir ja selber so gegangen ist. Der Auslöser waren bei mir Rückenschmerzen. Ganz einfach. Also ich hatte aus anderen Gründen Rückenschmerzen und wenn ich dann an der Maschine gesessen bin, habe ich gemerkt, dass ich irgendwann immer schiefer sitze, weil ich alles mit dem rechten Fuß gemacht habe. Und der Tisch war noch relativ hoch. Das heißt, ich musste quasi eher so auf die Spitze bis zum Kniehebel. Und dann kam der Punkt, wo die Schmerzen eigentlich zu groß waren zum Nähen. Und dann habe ich das Pedal nach links gestellt und es hat ein paar Tage gedauert, bis es dann funktioniert hat. Aber das ist im Endeffekt wie der Wechsel von Gangschaltung auf Automatik. Genau. Die ersten paar Tage sind hart, dann hat man es drin und irgendwann kann man auch wechseln. Und deswegen es ist bei mir tatsächlich so, dass bei der Cover das Pedal rechts steht, weil die ja keinen Kniehebel hat. Mhm. Und für mich, für mein Gehirn die Info, hier brauchst du es gar nicht versuchen mit dem Kniehebel, sondern arbeite mit dem rechten Fuß mit dem Pedal. Genau, das ist doch super, aber oder? Also man kann da irgendwo umeinander switchen. Ja. Aber wie gesagt, ne, also ohne Kniehebel könnte ich nicht mehr leben.
Ja, das hört man eigentlich immer öfter. Ich sehe es bei dir auch im Hintergrund, da steht auch eine Maschine, wo der Kniehebel angeschlossen ist. Ja, und die Ja. nächste, die wird gerade aufgebaut. Die hat auch einen Kniehebel. Genau, aber das ist einfach auch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das heißt einfach mal ausprobieren, keine Scheu. Und dann sieht man, glaube ich, schon, was das für tolle Vorteile hat. Es ist ja aber auch kein Muss. Also man kann ja eine Taste benutzen. Richtig, also ich habe jetzt in dem Fall ja keine Taste an meiner Maschine, ne, sondern habe tatsächlich den manuellen Nähfußheber hinten an der Maschine. Genau. Ja, oder die Hand eben benutzen. Jetzt, es gibt aber auch Nähmaschinen, wo man alle drei Möglichkeiten hat. Also einen Kniehebel, einen manuellen Lüfter und eine Taste. Ganz genau. Da kann man sich vielleicht bei der Entscheidung, welche Maschine das es werden soll, auch mal so informieren. Habe ich denn die Möglichkeit? Habe ich alle drei Funktionen? Dann bin ich flexibel. Fehlt mir eine, dann muss ich mich ein bisschen einschränken vielleicht für den Genau. persönlichen Nähflow. Ist das dann deine Lieblingsfunktion? Also ich frage ja immer so, was die Lieblingsfunktion ist an der Maschine. Die Lieblingsfunktion ist definitiv erstens mal mein Kniehebel, aber auch die Fadenschere. Ne, ist für mich auch ausschlaggebend. Es gibt ja tatsächlich schon auch Modelle noch in der anderen Klasse, auch von Bernina oder von anderen Herstellern, wo halt einfach noch keine elektronische Fadenschere dabei ist. Genau, also das ist mir auf jeden Fall zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und gibt's irgendwas, was dir fehlt? Ich habe jetzt in den anderen Folgen auch immer gesagt, stell dir vor, Bernina hört zu und du darfst dir was wünschen. Entweder als Upgrade für deine Maschine oder was denn die nächste haben müsste, dass du sagst, so, jetzt schlage ich wieder zu. Ich muss gestehen, mir fehlt an der Maschine gar nichts. Das war eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt habe, von den Funktionen, von der Ausstattung her, das, was sie einfach alles kann. Eine Kleinigkeit würde ich Bernina gerne mitteilen, und zwar ist es, dass eben die Rückwärtstaste und die Fadenschere recht nah beieinander sind. Und wenn ich natürlich vor der Maschine sitze, und ich sitze in der richtigen Haltung, also gerader Rücken. Dann muss man tatsächlich ein bisschen unten gucken. Okay, nicht, dass ich automatisch vielleicht die Fadenschere eben treffe und habe noch nicht vernäht. Das ist natürlich nicht so toll. Also da glaube ich, wäre vielleicht mal angedacht, entweder ein bisschen auseinander oder dass man, weiß ich nicht, eine angeraute Stelle auf der Fadenschere hat, vielleicht auf dem Knopf, ne, dass ich merke, oh, das ist jetzt zum Beispiel nicht die Rückwärtstaste. Aber wie gesagt, man kann sich das ja eventuell auch ein bisschen umprogrammieren, diese Taste, ne? Dass man sagt, okay, Ja. ich komme aus Versehen auf die Fadenschere und es passiert nicht gleich der Schnitt komplett, sondern vernäht vielleicht einfach vorher noch, ne? Als Sicherheit. Aber das ist so ein kleiner Punkt, den würde ich Bernina gerne weitergeben, zum Beispiel, dass man den eventuell ändern kann. Das kam tatsächlich schon vor. Ja, es war auch Barbaras Wunsch bei der 97 Plus. Falls jemand die Folge noch nicht gehört hat, kann er jetzt noch mal reinhören. Das Problem hat Barbara auch. Und ich werde es jetzt mal beobachten. Bei mir ist es tatsächlich bis jetzt noch nie aufgefallen. Vielleicht schon mal passiert, aber jetzt nicht so, dass ich sage, es passiert mir öfter oder das wird mich extrem stören. Aber jetzt habe ich es im Hinterkopf. Also ich werde beim nächsten Projekt, wenn ich auf die Fadenschere drücke, tatsächlich mal darauf achten, wie nah ich mit meinem Finger an die andere Taste komme. Genau, ja, natürlich, man ist mit Gedanken absolut in seinem Projekt und im Nähfieber und man konzentriert sich nicht mehr so, Mensch, wo drücke ich denn jetzt genau hin? Und da passiert es einfach dann doch einmal ganz schnell. Ja, anscheinend schon. Also wenn ich es in der sechsten Folge zum zweiten Mal. Genau, aber Aber ansonsten muss ich gestehen, kann ich an der Maschine nichts aus. Es ist eine absolut tolle, reine Nähmaschine mit viel Power, viel Qualität, viel innen drin an Ausstattung und ja. man merkt Ja. deine Begeisterung. Und was ist denn dann dein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt, glaube ich, habe ich vorhin schon gesagt, ist Ja. es eine Jeans. Gut. Also du hast eben gemeint, es wäre jetzt so beim Nähabend euer nächstes gemeinsames Projekt. Gut.
ne, also durch unser Ratschen am Nähabend, ne, also wir tauschen uns ja auch anderweitig viel aus. Also wir haben extrem viel Spaß in den 2 Stunden am Mittwochabend. Kriegt man natürlich sein Projekt auch oftmals nicht so fertig, wie man sich das vorstellt. Also geht's natürlich zu Hause noch ran, entweder danach oder am Wochenende oder abends, ne. Also natürlich ist meine Maschine dann eigentlich parallel auch immer noch mit im Einsatz. Die Jeans hat ja viele einzelne Schritte, vor allem viele Wechsel. Ich hatte einen Schnellnäher zum Testen da. Das wäre so meine Idealkombi für Jeans, 2 Maschinen, dass ich eine mit normalem Garn bestücke und eine mit dickerem Garn. Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Also magst du deine Abstimmnähte vielleicht mit normalen Nähgarn bei der ersten oder nähst du alles gleich mit einem dickeren Garn oder fädelst du jedes Mal um? Also ich kann dir sagen, dass das dann schon von einer Naht zur nächsten sein kann, dass du ein anderes Garn brauchst. Genau, also ich gehe davon aus, dass ich dann in den Genuss kommen werde, in der Arbeit da zu wechseln, ne? Weil wir dürfen ja dann natürlich alles benutzen, was hier rumsteht. Und ich habe auch jetzt in den anderen Projekten schon festgestellt, dass so ein Schnellnäher bei bestimmten Abstepparbeiten halt eine ganz tolle Ergänzung auch ist. Aber irgendwo hat mein Zimmer halt leider Gottes Begrenzung vom Platz. Ich hier auch. Das ist das einzige Problem. Also man kann natürlich auch immer noch Maschinen unterbringen, aber diese Wunschvorstellung, die ich habe, eben eine Nähmaschine für die Nähte und einen Schnellnäher zum Absteppen, dafür brauche ich auch den Platz, dass ich mit meinem Projekt hin und her rutschen kann. Es nützt ja nichts, wenn der Schnellnäher irgendwie irgendwo hingestellt wird. Man braucht Platz außenrum. Mit Jeans ist es nicht gerade ein kleines Projekt und möchte ja auch ein bisschen länger dran arbeiten. Also ich finde, eine Jeans ist jetzt nichts für einen Nachmittag. Das heißt, es zieht sich über ein paar Tage und wenn ich dann die Maschinen immer weg oder hin und her räumen muss. Na, da bin ich auch raus. Hast du komplett recht. Also ich bin hin und her gerissen. Es ist halt bei mir jetzt viel Umfädelarbeit. Aber ja, da muss ich jetzt, glaube ich, irgendwie durch dann. Genau. Aber gut. Es lässt sich ja super schnell umfädeln, auch, ne? Ist ja ein toller Einfädler dabei bei der Bernina. Also von dem her ist es eigentlich auch gar nicht das Thema, ne? Also ich fädel schon auch viel um an meiner Maschine und es ist zack, zack erledigt. Ne? Aber gut, ich verstehe es. Eine tolle Ergänzung mit dem Schnellnäher wäre schon eine Sache. Genau, aber ich sage mal, die Maschinen haben halt auch alle ein Gewicht. Also ich möchte meine Maschinen auch die Bernina, ne, auch wenn es die kleinere, sage ich mal, die B480 ist, die haben halt einfach durch ihre Top-Verarbeitung halt auch wirklich ein ordentliches Gewicht und ich möchte es jetzt nicht die ganze Zeit immer hin und her tragen für eine Naht. Ja, genau. Ja, also das Umstellen, da hat man schon das Gewicht. Zum Transport hast du ja einen Trolley. Der war bei dir dabei. Genau. Wie findest du grundsätzlich so ein Trolley zum Reisen? Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon mit deiner Maschine verreist bist. Nein. War jetzt auch schwierig. Also die letzten Jahre war halt einfach nichts, wo man mit seiner Nähmaschine hätte hinreisen können. Aber nutzt du den dann für deine Nähmaschine? Oder findest du den Trolley besser als eine Tasche zum Beispiel? Also Trolley ist natürlich toll, ne? Man wird ja auch nicht jünger. Das heißt, wenn mir das da hinterher gerollt wird, wie meinem Koffer im Endeffekt, wenn ich verreise, ist das natürlich eine super Geschichte. Ne? Also ich musste, eine Tasche toll, ist auch gut aufgeräumt, die Maschine, aber ein Trolley ist halt einfach, ja, unschlagbar in Sachen, ich muss nichts mehr heben, tragen, sondern der rollt halt einfach mit. Also ich habe für die große Maschine einen Trolley, der natürlich dann auch wahnsinnig viel Platz braucht, weil der ist auch dementsprechend groß. Ich nutze ihn aber auch gern, wenn die Maschine einfach mal zur Seite geräumt werden muss. Also wo ich es normalerweise im Karton einpacken würde, aber der Karton, der steht natürlich ganz oben in der hintersten Ecke. Und dafür nehme ich dann auch den Trolley, dass ich einfach die Maschine sicher einpacken kann und irgendwo in der Wohnung deponieren, wenn ich den Platz jetzt gerade für was anderes brauche.
Genau, also bei mir ist es schon auch gut verpackt, also jetzt nicht im Trolley, wenn sie nicht benutzt wird, aber es gibt ja da die tolle Abdeckhaube eben von Bernina mit dazu. Das ist wirklich so ein sehr robuster Stoffabdeckhaube, ne? Gibt ja andere Hersteller, die haben jetzt, sage ich mal, ein bisschen Plastikabdeckhauben oder ja, also so Plastikfolien, ne? Ja. Oder halt diese Hardtop. Hat jedes, sage ich mal, vielleicht Vor- und Nachteile, aber bei Bernina ist es wirklich toll, also durch diesen dicken Stoff und oben ist eine Klappe im Endeffekt, also wenn sie dann wirklich an ihrem Platz steht, wo sie verweilen soll, kann ich oben die Klappe nochmal rummachen und dann ist sie einfach staubdicht. Ne? Also es kommt oben auch kein Staub rein, da wo der Tragegriff ist, sondern da wird es noch umgeklappt und eine super Geschichte. Hat die dann auch Fächer bei der 480? Ja, hat sie rechts außen, an beiden Seiten eigentlich, weil da ist dann echt gut verstaut das Fußpedal und das Kabel. Ja. Und hinter der Maschine ist auch nochmal ein Fach, da ist dann eigentlich noch ein Kniehebel mit drin. Also dann ist deine Haube ähnlich wie meine. Das ist mir nämlich gerade noch eingefallen. Meine steht oft im nächsten Zimmer, wenn ich hier was anderes aufbauen muss. Und ich stülpe dann die Haube drüber und dann kann ich den Kniehebel und das Pedal einfach mit reinpacken, damit es nicht im anderen Zimmer irgendwo rumliegt. Ganz vor allem genau. Beim Kniehebel, also dass wirklich immer alles bei der Maschine ist, wo es auch dazugehört, obwohl das Tauschen jetzt ja nicht schlimm wäre. Also Bernina Pedal ist Pedal, kann man an jede Maschine anstecken. Aber da finde ich Fächer praktisch. Das ist zum Beispiel ja auch bei der Yuki so, bei der Yuki DX7. Mhm. Die hat eine Harthaube mit einem Fach. Genau. Also die Kombination kenne ich jetzt, glaube ich, von keinem anderen Hersteller, dass eine Harthaube auch noch ein Fach hat. Und es ist wirklich praktisch so, Pedal rein, Anleitung rein und dann ist alles, was man für die Maschine braucht, an einem Platz. Ganz genau. Und das Gleiche ist im Endeffekt mit dem Zubehörfach, ne, was dabei war im Lieferumfang. Also dieses Kästchen. Das ist mir das Barbie-Schränkchen. Ja, genau. Das ist mir zu Hause erst aufgefallen. Das kann man hinter die Maschine. Im Endeffekt ist da ein kleiner Magnet. Verschluss, ja. Also ich hebe im Endeffekt den Tragegriff an und tue die dann halt rückwärts sozusagen an die Maschine dran, klipsen und man merkt dann schon, wenn der Zug kommt, dass der Magnet greift. Ne? Ja. Das heißt, ich habe wirklich alles beieinander. Wie du schon sagst, Fußpedal, Kniehebel und aber mein ganzes Zubehör, Fächern ist auch mit dran, Haube drüber. Das stimmt, ja. Perfekt. Das Magnetschränkchen, das ist ja also relativ neu, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe noch keins. Ich glaube, das kam dann danach erst. Aber das ist wirklich praktisch. Das ist fast so wie bei einer Koffermaschine. Also man packt alles, was man für die Maschine braucht, mit hin und findet es dann auch wieder. Ganz genau. So, dann haben wir deine Special Edition mal besprochen. Schön. Die Begeisterung ist zu hören. Ich bin gespannt, wie die Jeans aussieht. Ich hoffe, ich kann dann auch mal wieder dabei sein bei einem Nähabend und mir mal anschauen, wie weit jeder mit seinem Jeans-Projekt ist. Genau. Vielleicht nähe ich auch mal wieder eine. Wäre schön, wenn wir dich auch mal wieder sehen hier dann. Genau. Dann wünsche ich dir weiter viel Spaß mit deiner Bernina B480. Schön. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Modell oder Fragen an die Manu direkt zu ihrem Modell, wenn noch irgendwas unklar ist, dann könnt ihr unter dem Infobeitrag einfach kommentieren oder ihr schreibt dem Nähpark über Facebook, über Instagram oder vielleicht auch eine E-Mail mit euren Fragen, Kommentaren oder Wünschen, wenn ihr vielleicht mal ein anderes Modell mit im Podcast haben wollt oder einen Vorschlag für einen Gast habt. Lasst uns das einfach zukommen. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.